Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hausrastenfreunde. Heute hier bei uns ist der A-Type auf dem coolen Sofa. Und A-Type, ey, für dich als erstes die Frage, du bist ja zuletzt bei unserem Livestream-Festival im Dezember bei uns gewesen. Und wie ist es jetzt eigentlich für dich, wieder hier zu sein? Coole Sache? Ja, also Livestream finde ich okay. Also ist cool, coole Sache. Ich finde das cool, dass ihr was für die Leute macht so. Und ja, bin deswegen auch gerne hier. Und falls einer fragt, mache ich das natürlich gerne dann einfach. Ja, na klar, Partys sind immer noch besser als nur ein Livestream sozusagen. Und wie hast du denn eigentlich das vergangene Jahr denn überhaupt so effektiv genutzt? Weil so viele Möglichkeiten waren ja tatsächlich gar nicht, um Party zu machen. Ja, ich war viel im Studio und ich habe mit ein paar Kumpels zusammen jetzt auch eine Halle und habe mir mit meiner Freundin zusammen T4 gekauft. Den bauen wir gerade als Camper um und sowas und ja, da fließt halt die ganze Zeit von mir rein. Nach der Arbeit. Okay, da hast du also ordentlich zu tun auf jeden Fall. Mensch, das ist ja ganz schön crazy. Und vor allem das neue Studio, das du jetzt hast, das neue Studio, das ist ja dann doch noch schon mal ein Ticken professioneller als zu Hause, wenn man da so sitzt an seinem Schreibtisch und da ein bisschen rumhantiert, werkelt. Was hat denn das eigentlich für eine Auswirkung auf dich, auf die Musik, wenn du da arbeitest? Bringt dir das sehr, sehr viel? Ja, also ich bin gerne da für mich. Ich habe das Studio mit einem Kumpel zusammen so und wir teilen uns das sozusagen. Und ja, der Ausbau ist halt selber gemacht, ist jetzt nicht professionell, aber es tut seinen Zweck. Und ja, ich bin halt gern für mich und will auch keine anderen stören und da kann ich halt machen und tun, was ich will, solange ich will und auch so laut ich will. Und das hat halt die Vorteile für mich, weil zu Hause mit Nachbarn ist immer schwierig und ja, deswegen sind wir da. Aber da kannst du dich dann, glaube ich, auch schon viel besser ausleben, auch einfach mal ein bisschen Musik probieren und testen, ne, bevor da zu Hause noch irgendjemand ist und dann gleich meckert, Mensch, was ist das denn hier wieder? Ja. Ja, cool. Und was bist du eigentlich eher? Bist du eher so der Festivalgänger oder eher der Clubgänger oder vielleicht auch gar nichts von den beiden? Ja, eher gar nichts von beiden, aber wenn ich feiern fahre, dann lieber Festival. Ich mag es lieber draußen, so drin. Es geht auch, aber draußen ist halt, fühlt halt, glaube ich, jeder, ist halt einfach viel geiler, so. Auch für mich. Also freust du dich auch schon so ein bisschen auf den Sommer denn theoretisch, wenn es wieder mal ein bisschen vorwärts geht? Also ich denke, ein, zwei Partys werde ich auch mitnehmen, so zum selber feiern natürlich. Und ja, dann mal sehen, was noch kommt. Okay, und auf was freust du dich denn eigentlich, wenn die aktuellen Herausforderungen, wenn wir die alle gewuppt haben, worauf freust du dich denn am meisten? Ja, erstmal, dass alles wieder beim Alten ist, sag ich mal. Dass du einfach machen und tun kannst, was du willst und keine Angst haben musst, irgendwo erwischt zu werden. Ja, und dann natürlich feiern und alte Freunde wieder treffen und weiß der Geier. Einfach rauskommen. Ja, genau. Einfach was unternehmen und das Ganze unbeschwert wahrscheinlich dann auch. Genau. Mal. Und jetzt, um wieder den Bogen zu kriegen zu deiner Musik, ne? Und deinem neuen Studio. Wie würdest du denn eigentlich deine Musik beschreiben, die du denn hier auch bei uns im Livestream als Beispiel oder bei uns hier im Set präsentiert hast? Wie würdest du die beschreiben? Schwierig für mich, meine Musik selber zu beschreiben, aber ich denke, ich gehe mittlerweile eher in die melodische Richtung. Ich stehe natürlich auch auf diesen alten Kram, so von früher, die ganzen alten Hamburger und sowas. Aber ja, ich probiere mich sehr viel aus zur Zeit mit meinem Synthesizer und all so ein Kram. Und ja, deswegen denke ich, dass ich eher in die melodische Schiene gehe. Ja, und das mache ich halt auch gerne so. Ja klar, viel rumprobieren, ne? Und am Ende kommt dann mit Sicherheit bestimmt was Gutes bei rum. Ja. Ne? Deswegen unbedingt mal reinhören, auf jeden Fall in das geile Set von A-Type. Und jetzt zum Schluss eine kleine Frage noch. Was willst du den Leuten gerne mit auf den Weg geben? Was kannst du den Leuten sagen? Durchhalten am besten? Ja, auf jeden Fall. Gesund bleiben. Ja, und sonst? Ja. Was soll ich groß sagen? Ja, das Leben auch genießen. Ja, ne? Genau. Macht einfach das, was euch Spaß macht. In dem Sinne, vielen Dank A-Type an dich. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Gerne, gerne. Und dann unbedingt in das Set reinschauen. Vielen Dank und ciao, ciao.